Was geht, liebe Leute? Herzlich willkommen zum weiteren Video hier auf meinem Zweikanal auf Fieser Dinkel und zu der zweiten Runde. Dinkel vs. Uncut 2, das Finale. Wir sind wieder. Wir haben es wieder geschafft. Heute läuft es sehr, sehr gut mit der Lobbysuche. In einer Lobby gelandet, Chris und ich. Das bedeutet, wir werden Chris jetzt auch gleich wieder im Gulag haben. Und es wird spannend. Erste Runde haben wir verloren. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gesehen habt, Link ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne reinziehen. 150 Leute auch in der Lobby. Und ein Dinkelspieler war in der Top 3, hatte High Ground, wurde dann leider von hinten getötet. Das war sehr unlucky. Aber machst du nichts. Diese Runde holen wir uns den Bums nach Hause. Nein! 1-1. Was denn? Ah, 1-1. Was denn? Ich dachte, ich überrasch dich. Ja. Hast du natürlich weh. 1-1. 1-1 im Gulag. Und klatsch. Und wumm. Ey, das war voll gut, ne? Mit dem immer gleich Lobby und immer gleich Gulag. Das sehr gut. Aber warte, wir kriegen jetzt keinen Gewinner. Weil wir haben ja gleich Duo. Oh mein Gott. Und da holt Kalli. Gut. Und jetzt ist es hier nämlich mal genau von der anderen Seite. Ja, gerade eben habe ich das Gulag gewonnen. Und jetzt übernehmen mal meine Jungs und Mädels hier den ganzen Bums. Kalli, also, Ehrenmann. Du hast ja eben auch schon gesehen, ne? Und ich sag's wieder an der Stelle: Am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt. Wir haben auch am Anfang dem Dinkel zugeschaut. Es hat nicht gut geklappt. Das ist, glaube ich, Stukexer vor ihm, wenn ich mich nicht täuschen sollte. Naja, warte, der kocht auch nur mit Wasser. Ja, der kocht auch nur mit Wasser. Aber ich glaube, alles andere macht er nicht nur wie ein normaler Mensch irgendwie. Ja, da ist auch Kalli auch ein bisschen aus Respekt ein paar Meter zurückgelaufen. Aber da jeder weiß doch, dass Zügix in irgendeinem komischen Labor gezüchtet wurde. Irgendwo im Osten. Machen wir uns nichts vor. Ich glaube aber, Stukex ist sogar gestorben, weil hinter ihm noch ein Gegner war. Da habe ich einen Sniper gerade auch gehört. Ja, der läuft ziemlich. Genau, macht das sehr gut, Kalli. Zieht da zwei raus. Schönes Ding, Harry. Muss aber aufpassen, der Sniper von rechts. Nein, das. Wie kann man das da nicht hören, Kalli? Hä? Wie heißt der? Ist es AK und irgendwas oder ist es Aiken? Nee, das ist, glaube ich, das russische R, glaube ich. Oh, ich weiß nicht. Du bist mit einer Russin zusammen, nicht ich? Ja, Kasachin, aber es ist. Echt? Kasachin? Mhm. Ja, ich kann nicht. Oh. Scheiße. Oh. Man hat, Leute, aber das ärgert mich jetzt, Kalli. Das ärgert mich. Man hat es doch hinten gehört. Paar Mal den Snipe. Oh. Komm, Konzentration. Oh, Wumms. Stark. Es ist Uncut, tötet Uncut, aber die Kills sind auch wichtig fürs Selbstvertrauen, ne? Ja, wichtig und richtig. Und wir sehen jetzt hier auch ein Peak Early Game, was natürlich auch schön ist, ne? Ak lol. Oh, ist das L, nicht das R. Ich dachte, es wäre das P, ehrlich gesagt. Naja. Also, was sagen wir jetzt? AK? Ak lol. Ak lol? Ja, dann ist es irgendeine russische Beleidigung. Irgendwie Ultratos. Ja. Ist schon gleich weg. Er ist unten reingekommen, glaube ich, ne? Ja. Ui, Dinkelberg. Dinkelberg. Und. Nein, warum? Oh! Er hätte doch auf der MP40 easy bleiben können. SCG ist doch viel schneller. War eine Bodensniper-Chat. Bodensniper, ja. Bodensniper sind erlaubt, ja. Nur nicht es geht um die Loadout-Sniper. Ja. Aber ja, stimmt wohl eigentlich, ne? Wenn wir sagen, ohne Sniper, kann man das auch schon so lesen, dass Sniper generell nicht erlaubt sind, ne? Ja. Stukex ist in B-Chat. Achso, okay. Das ist nämlich genau der Stukex-Skin, deshalb. Was macht er denn? Hä? Nein! Oh mein Gott. 1-0. Ohne Clan-Tag. Ah, Kalli. Kalli hatte so viel Potenzial. Das ist so ärgerlich. Aber Kalli hat ja noch Kulak, ne? Ja. Da ist einer gelandet gerade, glaube ich auch. Wenn ich gesehen habe. Kulak geknallt, das liest man doch wirklich sehr gerne. Ah, ja. Nein. Oh ja, da vorhin. Aber er darf jetzt gerne auch, ne? Also ich meine, der kann Klartag. Ja, jetzt, also was? Gut. Hallo? Was? Oh. Da ist er nämlich. Kalli? Und da ist Kalli wieder zurück. Ja. Wichtig Kalli und richtig, mein allerbester. Zurück. Ja. 6 Leute schon jetzt uns zu. Ist ein given CDL-Ding. Links vor ihm. Ich habe ein bisschen viel, er spielt ohne Headset irgendwie. Ne, wer meint, er ist der beste Spieler der Welt? Ja, wirklich. Ego-Chall. Nein, das kann nicht sein. Ego-Chall. Wie Chemie. China. Oh, da muss er aufpassen.
nimmt damit. Ja, nimmt damit. Der hat aber auch ein sicheres Aim, aber das ist der nächste. Der ist der nächste, da musst du aufpassen. Ja, Dinkel tötet Dinkel. Digga, was geht da für eine Party ab, Alter? Da sniped einer die ganze Zeit. Da sniped wieder einer auf dem Berg links, ja. Er könnte jetzt die Smoke werfen. Oh. Aber er ist reingekommen. Alles gut. Sehr gut gemacht. Kannst du den Laufweg auch sehr gut aber übrigens? Komplett. Er ist perfekt gelaufen, einfach. Ui. Wird ganz weg. Ja. Weil natürlich ohne Stream snipen und so, ne? Aber man kann es halt nicht ganz verhindern, dass Leute hier Stream gucken. Und dann unmöglich. Hinkommen. Hat man ja gerade auch schon wieder gesehen, wie viel sich da dann auf einmal abgespielt hat. Gut, die Zone hat auch hinrotiert, ne? Aber hin und wieder, wenn da einer landet, ist schon kein Sass. Ich würde jetzt komplett durchziehen, ne? Ehre. Ich bin ehrlich, ich würde komplett wegziehen. Ich glaube auch, ich würde ganz weg, weil... Also das ist, das wird ja nicht besser. So. Ja, das wird echt nicht besser. Und wenn... Ey! Das wird nicht besser! Oh mein Gott! Man muss halt aufpassen. Der böse Shots, Schön. Aber jetzt würde ich weg. Jeder hat es jetzt gehört. Komm, Kalli. Jeder hat es gehört, jeder hat es gesehen. Nicht zu gierig. Es ist Peak, nee, es ist er geht so rein, ihm ist so egal. Ja. Es ist ihm alles egal. Er hat keinen Logi. Er hat gar nicht mal eine gute Long-Range-Waffe. Er rennt jetzt einfach den Berg hier hoch, komplett open. Ja. Und da ist nämlich Oma, ne? Hast du ihn gesehen? Und das ist auch einer Freund. Ja, aber Bro, das war ja voll klar. Smoke auch. Hä? Aber wieso hat der oben nicht weitergeschossen? Bro, er läuft auch so, der läuft auch viel entspannt. Kalli, also... Ja, da hättest du wegfliegen müssen. Du hattest die Chance dazu. Ach, schade, Kalli. Der Weg raus war da, aber er wurde nicht genommen. Das ist aber Smitty Worm ist nicht Smitty Worm, Jaggerman Jensen, die allererste Nummer 1 aus SpongeBob. Mhm. Das ist doch er, oder? Ich habe überhaupt keine Ahnung, ich habe SpongeBob nicht geguckt als Kind. War ein Spaß. Aber ich weiß es nicht. Mein Mund ist gerade nicht. Also mein Kiefer ist noch nie so weit nach unten gejobbt. Aber kennst du nicht? Das ist doch er, oder? Smitty Worm, Jaggerman Jensen. Die allererste Nummer 1. Er ist, glaube ich, ganz unten, naja. Die Stimme hat das gar nicht so gut gebracht. Oi. Gucke mal. Weiß nicht, ob man da jetzt gucken muss. Guckt man, glaube ich, eher nicht so. Doch. Und der wird, guck mal. Ja, das Movement, das sehe ich da gerne. Ja. Das ist doch das Movement, was ich sehen möchte. Ich gebe ihm 2 Minuten. Okay, das ist länger als ich bei Angel. Okay, war zu offensichtlich. Kalli, aber. Schade, aber GG. Trotzdem schade, okay, aber dann GG. Du eigentlich jetzt zum Lodi, denke ich, oder? Einmal GG in den Chat für Kalli. Hast du also, wirklich stabil geschlagen? Ich, dass er hier mit Bodenloot bleiben möchte. Bisschen zu unsafe gespielt am Ende, glaube ich. Das war so verdutzt, ja, aber auch zu Recht. Also, SpongeBob muss man ja gesehen haben. So zumindest, wenn man so aus unserem Jahrgang kommt. Gute Stimme an der Stelle. Die ist wichtig. Ja. Weißt du, was ich schon länger überlegt habe? Wirklich auf Caldera auffüllen zu spielen. Mit Stim oder was? Mhm. Weil dann kannst du es halt wirklich in jedem Gunfight die ganze Zeit verwenden. Wenn du alle 30 Sekunden wieder eine Stim bekommst, schon geil. Ja. Und du brauchst aber auf der anderen Seite spielt in unseren Lobbys auch fast jeder Stim, ne? Ja. Aber ja, kann man mal austesten. Ein Video lädt schon hoch bei mir. 1 von 10. 1 von 10. In meinen Träumen. Jetzt würde ich aber, also das ist ja jetzt, das habe ich auch noch nicht gesehen. Also einer über ihm und er ist sofort tot. Also, das ist ja jetzt aber auch, springt er nicht runter. Wie klein ist das Fallkreuz von der Roboter, wenn du liegst? True. Ja, das war's nämlich. Aber nee, war's nicht, weil er ist zum Glück noch weiter runtergelaufen. Wenn er da liegen geblieben wäre, dann wäre es safe. Ja, aber warum ist er nicht früher schon losgesprungen? Ich habe das Gefühl, die, also ich weiß, ob es Nervosität ist, aber ein paar schwierige Entscheidungen werden hier teilweise getroffen. Weißt du, was ich meine? Oh. Er ist hinter ihm. Oh ja, das ist ein sweaty Gunfight. Beide nervös, glaube ich. Auch. Ja, hinter dir. Links hinter ihm. Oh mein Gott. Oh. Gulag. Nicht Gulag, Loadout. Gulag. Oh. Nee, Switchy Worm. Und da kommt der nächste, da kommt der nächste. Banger 5-7 ohne Clantec. Ja, der wird jetzt geholt von Uncut. Safe. Ja, ich sag, das ist Uncut. Da, keine Ahnung, wie soll man Gamertex raten jetzt? Stark, Christian. Ganz wichtig. Es ist. Ey, Mr. Miyagi! Das sind wir aber auch. Das ist immer wichtig hier fürs Ego, aber muss man mitnehmen. An der Stelle mein Call mit, ich gebe ihm 2 Minuten, war, glaube ich, richtig. Ich bin Chris und ich muss immer recht haben. Nein, das ist Floyd. Ja, stimmt. Aber du, da ihr beide irgendwie zweieiige Zwillinge seid, von unterschiedlichen Müttern. Das ist ja. Eine Beleidigung.
Unko, das ist ein Schwimmer jetzt schon fast. Das ist aber on-stream, on-stream. Change my mind, ich werde, nein, change my mind doch auch, aber diese XM4, als du mir die Dark Matter geschickt hast, mit dieser gelben, mit diesem gelben Band drumrum, war eins der schönsten Thumbnails, die ich jemals gesehen habe. Ja, ja, ja. Ich glaube, es hat auch 80.000 Aufrufe oder so bei denen. Oh nein! Auf den Dinkel! Hallo. Was ist hier los? Was ist hier los? Any Uncuts? Junge. In der Lobby? Keine mehr? Alle weg? Digga, das ist jetzt aber... Ich bin ein bisschen stolz jetzt schon. Ich bin mal ein bisschen stolz. Der Underdog zeigt sich hier aber auch mal wirklich präsent, so wie ich das sehe. Ja, die schießen sich alle durch die Gegend, das ist gar kein Problem. Mhm. Weil da kommt jetzt gleich ein Uncut. Uncut-Kollege, das war sein erster Kill übrigens. Ja. Sukex wurde vom Auto überfahren. Sukex full dead. Ja, mit Recht. Alles gut. Es tut mir natürlich leid für ihn. Mit Recht, aber es tut mir leid. Tut mir leid, mit Recht. Aber er muss hier PG Marshall auch mit den Kill. Auch mit den Kill? Was ist denn jetzt hier los? Ja, das ist gut. Die dezimieren sich hier aus. Die Zahl wird immer weniger. Ja, aber du merkst schon die Parallelen zum letzten Spiel, ne? Ich habe Gulag gewonnen. Wir haben viel Anker zugeschaut. Du hast jetzt gewonnen, jetzt schauen wir viel Dinkel zu. Ja, ja, aber wie du schon so schön. Oi! Vago, so geil. Oi, 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 ja. Sie ist nicht nachgeladen. Mhm. Aber er spielt sie hier tatsächlich als Long Range AR. Mhm. Ja, die ist auch geil, das Long Range AR. Und wird hier sowas von. Von Mert, der. Weggemacht. Der einfach mit Zahl dem, und Ding gleichzeitig. Ja. Also beides nochmal im Namen und im Klartek. Jetzt bin ich gespannt. 36 Leute nur noch in der Lobby. 3 Kills, 21 Leute schauen zu. Was? Zweite Zone. Das ist sehr wenig, vor allem weil wir mit 150 gestartet sind. Hm. Mich interessiert es jetzt, wie viele Aufrufe das XM4-Video hat. Weil du das ja, so gelobt hast. Ich sag 80k. 80k ist schon viel, oder? Ja. 80k ist schon viel, vor allem für ein XM4-Video, ja. Ja. Ei, 200k. 105. Ah, guck mal. Das war auch sexy. Zeig das mal in deinem Stream. Ich hab 4 XM4-Videos. Ich meine das erste, glaube ich, mit Dark Matter. Nee, das ist sogar das dritte. Oh. Wie viel hat das mit Dark Matter? Weil die XM4 einen Buff bekommen. Das ist das mit 105.000. Ja, ja. Dann XM4 Close Range hat 112.000. Da, die Variante hier meine ich. Das mit dem Game, das hat ein bisschen was von Off-White, von diesem Off-White-Gürtel. Ja. Ich zeig das auch ganz kurz mal im Stream. Das ist auf jeden Fall hübsch. Hübsch, 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 hübsch. Ja, weiß ich, Patrick. Ich habe sogar einmal das gleiche Thumbnail-Bild von mir, von meinem Gesicht genommen. Ja, ja. Einfach kein. Perfekt. Er hat Stickdrift, er hat so Stickdrift. Der Mert. Huch, wollen wir mal drüber reden, was mit der Vago los ist eigentlich? Oder, also, neue Waffe kommt ins Game? Ja, es hat aber nachgeladen, die Variante. Nee, er spielt die Variante nicht. Das sind die einzelnen Bauteile von der Variante. Ja, ja, ja. Das heißt, er hat sich die aber auch gekauft und man kann die immer noch nicht spielen, die Variante. In der Palme hängen geblieben. Würdest du sagen, das bringt ihm auf die Palme? Das ist eigentlich auch schon wieder 5 Euro ins Einmalglas. Glas. Füll mit Arm von diesem Glas. Hast du es nicht vorgeschlagen? Ja, aber also willst du dich selbst anmachen, oder? Wir haben es ja noch nicht durchgeführt. Achso, okay. Schade so, nächste Runde. Ja genau, also nach die nächsten beiden Runden werden Duo-Runden sein. Und genau, ja. Das ist jetzt auch die Solo-Runde, die letzte. Genau. Wie kann man sich jetzt noch alleine als Solo-Player zur Legende machen? Ja. Danach geht's in die Duos rein. Die letzte Möglichkeit. Also sucht euch schon mal euren Mate. Gerne auch im Chat untereinander, natürlich, ne? Genau, genau, genau. Oder halt dann noch auffüllen drücken. Ja, oi. Oh, 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 oh. Oi, 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 oi. Was war das für eine Waffe? Ich glaube, das war eine C58. Vom Sound her. Mhm. Ich scheiß Gigi echt. Ja, ekelhaft. Vago Recoil geht sogar, ja. Ja. Also, wenn die Magazine funktionieren würden. XM4 ein bisschen besser. Ja. Wenn die Magazine funktionieren würden, ich hätte sie schon längst auch auf Low Range mal versucht. Aber funktioniert halt nicht. Oh. Oi, oi, da hat er aber einen Spot. Der will jetzt das nicht nochmal challengen. Das ist wirklich 58, ne? Ich bin echt der Beste. Du bist wirklich der Beste. Bist der Beste, Chris. Wirklich, bist der Beste. Bist der Beste, ja, weißt du. Bist der Beste, alle sagen das. Ach, das ist jetzt hier wie so eine richtiger Caldera Fields Gunfight. Ja, ich hab die auch nicht einmal gesehen, so, ne? Ja, also, ich sag dir auch, also genau so, jeder, der gerade zuschaut, ja, weiß genau, wie sich Mert unterstrich Zahlenkombination fühlt. Ich will die Zahlenkombination nicht sagen. Ich auch. Jeder von euch weiß genau, wie er sich fühlt. Und zwar wie ein riesiger Haufen Scheiße. Man hat keine Ahnung, wo der Gegner ist. Der Gegner weiß gefühlt die ganze Zeit, wo du bist. Und du kannst von überall angeschossen werden. Ja.
Und du hast auch noch Stickdrift. so eine Riesenscheiße. Das ist echt ein Problem an den PlayStation-Controllern. Ich habe tatsächlich, also ich klopf mal aufs Holz, noch nie Probleme mit Stickdrift gehabt. Echt? Oh, ich hatte es schon einige Male. Aber jetzt mit den neuen Controllern auch nicht mehr. Ja, das war gerade so ein richtiges, einfach Fields. Das war gerade Fields in der jeder Gunfight in Fields ist genauso. Und dann ist auch gerne so durch die Hecke, wirst du mal angeschossen, dann hast du aus Versehen irgendwie, oder nicht aus Versehen, dann hast du keine Perks, weil du raus aus dem Gulag kommst. Nicht Kite-Bitty, sondern Kampfspeer. Und dann sind die Büsche auch völlig egal und du bist dood. Oder du überlebst es, aber es ist halt trotzdem jetzt, ne? Also, jetzt hatten beide gar nichts von dem Fight, so. Quatsch ist gewesen einfach wieder. Richtige Zeitverschwendung da. So, er wird wahrscheinlich Ballon fliegen, denke ich, ne? 20 Leute nur noch alive, wow. Echt, ja, okay, ganz aber schnell jetzt ausgestorben. Dritte Zone. Ja. Unter 20 Leute. Aber ich habe auch voll, gar nicht mehr mitbekommen, also, wann, die sind wahrscheinlich alle Peak gelandet, oder? Also die meisten sind wahrscheinlich Peak gelandet, anders kann ich mir das nicht erklären. Mein Cheater hätten wir mitbekommen schon, wenn einer drin wäre. Ja, hat auch niemand geschrieben. Deswegen, voll fett. Ja. Nichts. Nichts. Liegt er jetzt zu ist auch nicht mehr, doch, ist noch eine Zone. Was sagst du, wo die Zone enden wird? Ich sag bei diesem See. Oh, meinst du oben? Ah, okay, ich habe jetzt eher so Richtung Kopfgeld gedacht, was auf der Map zu sehen ist. Kann auch sein, ja. Ich meine, das ist eh random, also. Ja, aber ist ja trotzdem ein nicer Guess. Ja. Ist ein nicer Guess, Phil. Ist ein nicer Guess. Also wirklich, was ich mir anhören muss. Ist hier einer? Nee. Hab doch keine Steps gehört. Ich war noch nie in diesem komische Raum. Komische Runde, oder? Ich war noch nie in diesem Raum. Schon. Hier drin? Da hängt sogar ein Bild von mir an der Wand. Weiß nicht, ob das ein Bild von dir ist, Christian. Ah? Christian. Nase gebrochen. Philipp. Oh, Lodi? Rechts von ihm? Nee, jetzt muss er aufpassen. Er will erstmal ein prophylaktisches Wurfmesser werfen. Vielleicht wird's ja was. Oh, mein Laufwegen-Video geguckt. Was möchte er jetzt hier eigentlich? Also, ich weiß es auch nicht. Weil er ist nicht mehr so. Glaubst du, er gehört zur Community? Weiß ich nicht. Ist halt schwierig. Nee, sehe ich nicht. Er hat ja die Waffe aufgehoben, glaube ich, ne? Slide Cancel macht er nicht. Ich kann es ja nicht sagen. Schwierig. Aber der links von ihm hat doch da Lodi geholt. Will er da jetzt auch die ganze Zeit nicht fighten, oder? Ich muss sagen, das Visier von der Vago gefällt mir sehr. Mm. Das Actual Arms Visier. Ist das so eins, was man sich freigeschaltet hat? Was ist das für eins? Ich kenne das gar nicht. Ich öfter mal gesehen, aber ich habe es auch noch nie selbst drauf gehabt. Ich mag seine Slides. Nee, ich nicht. Schau gerade im Dinkel zu 9 Kills. Sehr stabil. Sehr, sehr stabil. Könnt ihr immer gerne wieder reinschreiben, so wie es so bei euch in den Lobbys aussieht, wenn ihr nicht reingekommen seid. Oder wie es auch in dieser Lobby vielleicht aussieht, wenn ihr reingekommen seid. 500 Abschüsse in Zombies mit dem Action Arms. Ah, okay. Dann bekommt man das. Ah, okay. So, das ist auch ein... Also, man erkennt so Arten von Spielern, die einem, also... So, ich wäre nie auf die Idee gekommen, da jetzt so rauszugucken irgendwie, weißt du? So im Scope. Und jetzt? Da ist einer, da ist er nämlich. Ich habe ihn gesehen. Er sieht ihn sehr gut tatsächlich. Ja. Oh, hat ein Bounty auf Dinkel Santana. Schon wieder ein Dinkel. Ja, habe ich gerade erst gesehen. Ja. Santana. Und der hat nämlich gute Shots hier. Na sicher, aber auch. Na klar. Also. Naja. Und jetzt wird er gepusht. Von Uncut. Jäger. Aber der ist jetzt in einer sehr, sehr blöden Situation. Ja. Sehr blöd. Aber das immerhin haben wir jetzt keinen Wert mehr. Oder? Ja, doch. Das ist gar nicht dumm. Grau. Gar nicht blöd, finde ich auch. Grau McTen, hat so viel Spaß gemacht. Grau. Ja. Irgendwie. Auch 5 Kills. Ja. Er nimmt eine ganz gute Route hier. Ja. Muss man sagen, die Lobby sind natürlich relativ tough, ne? Also 5 Kills jetzt machen ist natürlich nicht so einfach auch. Sind schon sehr viele Geeks mit drin. Wir müssen später mal schauen, was die Average Lobby-KD da. Ja. Ich schau mal von der ersten Runde nebenbei. Ja. Der rotiert die ganz stark. Hier war natürlich gerade eben auch noch die eine Person in der Nähe, die sich das Loadout geholt hat. Kann natürlich sein, dass die sich hier noch auch irgendwo Kann auch er gewesen sein, ne? Oder kann auch er gewesen sein, tatsächlich, ja. In der Tat.
In der Tat kann Alpizin dazu beitragen, die Wachstumsphase der Haarwurzeln zu verlängern. Scheinbar hört er uns, er hat genickt. Das heißt, er war das Notgehört. Das könnte ich niemals, ne? Einfach zuhören jetzt so, wenn ich mich eigentlich konzentrieren muss. Die Lobby ist noch gar nicht drin. Du hörst ja auch deine Steps versetzt im Stream dann. Ja. Ich würde durchdrehen. Und ja. Das ist halt Sub-Pen, ne? Man musst du einfach nur up-aimen. Ich hatte übrigens recht mit der Zone, lustigerweise. Bisher. Es sei denn, die geht immer nach oben. Oh nein! Ja, und so nämlich! Und so aus der schlechteren Situation den Spieß umdrehen und einfach das Zepter selbst in die Hand nehmen. Wichtig und richtig. Sehr stark gespielt. Sehr, sehr stark gespielt. Ja, das sieht man auch nicht so oft. In der Posi, also er hatte ja wirklich die absolut schlechtere Posi. Oh mein Gott. Aber stark gespielt. Stark gespielt. Hat sich da nicht unter Druck setzen lassen. Nicht gepanickt. Einfach sauber runtergespielt. Da hat's geknallt. Ja, und der Gegner war natürlich einer mit Dinkel im Clan-Tech. War natürlich auch der gute Santana, der davor noch gelobt wurde. Ja, super Sache. Ja, bleibt dabei. Super Sache. Vielleicht euch die Nerven verloren. Das verstehe ich natürlich. Das passiert. Aber die Runde ist ja nicht vorbei, ist noch alles möglich. Alles möglich. Das ist doch alles möglich, das stimmt, ja. Grau natürlich auch los. Das wieder eine ganz komische Zone ist mit ganz komischen Häusern. Und ganz komisch vielen Büschen. Ja, da kann sich halt überall verstecken, ne? Ja. Na, der hat doch an hier. Der Ehren, ja. Haben wir noch gesehen. Guck mal, übrigens, mein Call gar nicht so blöd gewesen. Guck mal, oben ist sehr nah an dem Wasser auch dran. Ich hatte hier so das Haus, was gerade rechts von ihm ist. Ist so relativ die Mitte. Ja, ich würde sagen, wir haben beide gar nicht so schlecht. Immer mit. So, er rotiert. Er rotiert natürlich jetzt hoch, das ist wichtig. Dinkel ausgegraut, halt weiß ich nicht. Ne? Das heißt, du musst davon ausgehen, dass die alle da in Häusern sitzen. Ja, ja. Vor allem, wenn er da hochkommt, dann ist er wirklich Hero. Kann auch sein, dass der jetzt nicht pieken möchte, ne, auf ihn, weil er dann Angst hat, von jemand anderem dann gepiekt zu werden. Also, ich kann schon verstehen. Einer schreibt, der Bree hat Kronos. Das ist die Graue, Leute. Das ist die Graue. Okay. Ja, die Graue ist wirklich nicht so schwer zu kontrollieren. Nee. Aber hat er trotzdem toll gemacht, ne? Das soll natürlich GG's seine Leistung an, GG's an ihn. Schmälern. Schade, Mats, ist nicht schlimm. Oh, dieses ekelhafte Zone, ehrlich. Ekelhafte Zone, aber geiles Ironside, ja. Ja, aber ich muss sagen, die Graue mit der Tarnung ist Quatsch. Finde ich richtig scheiße. Ja. Finde die auch eher boring, die Tarnung. Ja. Mindestens ein Dinkel noch in der Lobby, höre ich hier gerade. Mindestens einer, bei drei Leuten live. Hab nicht gesehen. Ja. Und jetzt wird's hier nochmal spannend. Meine Damen und Herren, in der Endzone mit drei letzten Überlebenden haben wir hier mit 59 Zuschauern Dinkel Reinaldo, Level 85, 72 Schuss und 40 Schuss brennt, spielt hier ein schönes Loadout fürs Late Game, hat eine stabile Position, muss hier natürlich gucken, wie das jetzt mit dem Highground läuft und wo sich der andere oder die beiden anderen Gegner positionieren. Puh! Aber ich muss sagen, es ist ein bisschen, ich will ihn da jetzt nicht unter Druck setzen, aber es sieht so aus, als brauche ich das gar nicht mehr, weil das sieht schon angespannt aus. Es ist angespannt. Natürlich, der Situation auch passend. Er muss sich aber erstmal gar nicht bewegen. Hat natürlich aber auch einen großen Nachteil, weil die Leute natürlich jetzt eventuell den Stream nebenbei offen haben. Das kann man nicht sagen, kann man aber auch nicht verneinen. Wenn jetzt beide Positionen sich natürlich rumorientieren, hat er zumindest mal keinen Vorteil gegenüber seinen Mitstreitern hier in der Lobby. Und ich höre Schüsse! Und die sind immer relativ weit weg sogar, ne? Zwei Gegner live und im Haus. Eins, er weiß, wo der Gegner ist. Und jetzt wird's wichtig, er kann sich hier unsterblich machen! Nein. Tu es für Dinkel! Du hast alle Zeit der Welt, Bitte nicht pushen! Das ist das Wichtigste! Komm, push ihn. Du hast alle Zeit der Welt. Er ist komplett in der Zone, ne? Er muss moven, alles gut. Oh mein Gott. Das ist Uncut versus Dinkel, wird mir gesagt. Ich kann nicht mehr, Digga. Nein, das. Okay, ganz entspannt. Ich würde mich, glaube ich, in eine etwas andere Position begeben, glaube ich.
Ich glaube, ich würde sogar weiter auf das Haus, wo er. Ja, da hat er ihn gesehen. Da kann er sogar draus. Echt? Da hat er, nein. Und das sind gute Shots. Und das sind sehr, sehr gute Shots und sehr, sehr wichtige Shots. Und so schnell kann es gehen. Und dann sieht das gar nicht da mehr so. Da sieht er ihn, oh. Das ist schlecht. Und er muss ihn nur abwehren und das war's. Da ist es! Da ist es! Da hätte ich wenigstens viel, viel früher pushen müssen. Da ist der Ausgleich! Da darfst du nicht so intensiv laufen, Supreme Ausgleich. Das war geschenkt. Wichtig und richtig, meine lieben Damen und Herren. Buddies! Buddies, Dinkel! Buddies! Ich könnte chillen in einem Lost in Bed.